pushed by Rodman. Longley with the rebound. Hoffer. Pippen. He has been hitting the three. Met on a switch by Grant. Gordon has not touched the ball. First two sequences. Now he does. And finds Pippen for three. Yes! Hey, stell ihn, es klingelt, geh mal in die Tür. Stell ihn, du Arsch, hörst du mich, es klingelt. Geh nicht an die Tür, ich hab's zu tun. Ja, ja, ich hab's zu tun, geh selber hin. Alter, komm her. Geh du an die scheiß Tür. Na, Kleiner? Den Schnabel aus dem Keller. Stell ihn, hey, was ist hier los? Großer Penner, was? Halt Maul, du sagst! Wo verdammt noch was Plätze? Keine Ahnung. Durchsuch die Wohnung! Scheint's wahr, du Ficker! Ich weiß nicht. Sag mir, wo der Scheiß Kokain ist! Ich hab doch gesagt, ich weiß es nicht. Ich frag dich zum letzten Mal, du Arsch! Wo ist das verdammte Zeug? Verpiss dich immer! Kahn! Ich hab den Wichser umgelegt. Hier ist der Stoff. Okay, die Bullen sind bestimmt gleich da, lass uns verpissen. Kahn, beeil dich, Mann! Er hat mein Gesicht gesehen! Knall ihn ab! Mann, er ist doch noch ein Kind! Scheiße! Kahn! Keiner von uns ist unschuldig, denn wir alle tun schlimme Dinge. Und jeder von uns hat seine Grenzen. Manchmal aber überschreiten wir unsere Grenzen und begehen Fehler. Fehler, die wir übersehen, die uns wie scharfe Klingen Wunden einschlitzen. Das schmutzige Blut an unseren Wunden trocknet aus. Es wird hart. Hartes Blut. Ölmek, canını, malını ve kanını verme. Gözünü kırpmadan her zaman.
Seid ihr mal bald fertig? Der Bus kommt gleich. Oh, ja. Hey Mann, ich denke auch an die Umwelt. Pflanzen haben auch Durst. Sag mal, was hast du denn gegessen? Riecht irgendwie nach Cornflakes. Eine Woche. Was hast du gesagt, Jam? Eine Woche, habe ich gesagt. Eine Woche ist es jetzt her, dass Salem erschossen worden ist. Ja, ja, aber er war kein Verwandter von dir. Er war eher ein Freund von Antonio. Und außerdem, warum beschäftigt dich das denn so? Das alles erinnert mich an meinen Bruder. Den hat man auch wegen dieser ganzen Drogenscheiße abgeknallt. Ja, ja, ich weiß. Ich find's mal scheiße, dass deine Brüder aufsterben mussten. Wie krank muss man denn sein, um einen Sechsjährigen abzuknallen? Hey, Antonio heult nicht mal so viel wie du, Jam. Ich heul doch gar nicht. Hey, Alpha, heult oder heult er nicht? Ja, ist recht, Isi. Hey, leck mich am Arsch, Alter. Antonio ist Knarre, könnte rausfallen. Na und? Nicht, dass die Frau uns die Knarre klaut. Ach, die Alte hat bestimmt ihre eigene Knarre. Würdest du deine Waffe so festhalten? Ja, hast recht. Die hat da bestimmt was anderes drin. Ich würde eher einen Tausenderschein so halten. Vielleicht ist das ja ein Tausender. Geh, guck doch nach. Jam, gib mir die Waffe. So sicher? Hier, Isi. Guck nach. Du bist auch so neugierig. Hey, bist du bescheuert? Doch nicht auf offener Straße. Sollst doch Jam machen. Ja, mein Süßer. Scheiß drauf, gib mir die Knarre wieder. Ja. Nein, scheiß durch. Also, wer macht das jetzt? Du bist doch immer sonst das Großmal, Alpha. Mach du doch. Nee, dazu ist er zu feige. Na, ihr beiden Kanaken könnt mich mal. Was ist los? Mach schon. Was ist? Okay, Lady. Jetzt gib die Scheißtasche. Ist die Polizei schon unterwegs? Ja, aber zusätzlich hat die Waffe nicht gesehen. Ich hab gesagt, gib die Scheißtasche! Ja, hast du den Wichser gesehen? Ich glaube, der hat die Bullen gerufen. Sicher? Ja, Alpay! Scheiße! Ja! Lass mich los, komm, Alpay! Lauf! Ja! Guck, ob du dich vorne ordnen willst.